Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem möchte ich euch erzählen, wie ihr einen Feldhamsterbau erkennt und bestimmt, welche Parameter ihr aufnehmt, wenn ihr diesen findet und kartieren wollt. Und ja, wie ihr eigentlich feststellen könnt, ob dieser belaufen ist oder nicht und wie er sich vielleicht so auf flächenüblichen Mäusebauen unterscheidet. Mein Name ist David Cibulla, ich bin Naturfilmer und Ökologe. In den letzten Jahren habe ich am bislang größten Filmprojekt über den Feldhamster gearbeitet. In diesem Video seht ihr einige Aufnahmen, die es vielleicht nicht in die große Doku geschafft haben, trotzdem aber super zeigen, wie ein Hamsterbau aussieht. Ich bin hier als Experte bei einer Sommerbaukartierung, also bei der Hamsterbausuche nach der Ernte. Grundsätzlich kann man saisonal in zwei verschiedene Hamsterbautypen unterscheiden. Das sind zum einen die Winterbaue und die Sommerbaue. Auf Flächen wie diesen, diese wurde hier gerade geerntet, auf denen seit dem Öffnen der Winterbaue im Frühling keine Bodenbearbeitung mehr stattgefunden hat, kann man auch beide Typen von Feldhamsterbauen noch finden. Winterbaue unterscheiden sich vor allen Dingen in der Tiefe und in der Zahl der Eingänge von den Sommerbauen. Winterbaue sind deutlich tiefer mit bis zu 2 Meter Tiefe, weil dort einfach die Temperaturen über den Winter konstanter sind und so dem Feldhamster das Überwintern erleichtert wird. Sie besitzen meistens nur eine senkrechte Fallröhre. Die ist kreisrund und geht wirklich einmal gerade in den Boden hinein. Sommerbaue sind in ihrer Form und ja auch die Anzahl der Eingänge deutlich variabler als die Winterbaue. In der Regel kann man sagen, dass Sommerbaue eine Fallröhre haben, die senkrecht in den Boden geht, auch kreisrund ist, und eine sogenannte Schlupf- oder Schrägröhre besitzen, die, wie der Name schon sagt, schräg nach unten geht. Beide Röhren treffen sich dann unten in einer Nestkammer, von wo aus dann noch weitere Verzweigungen abgehen können. Sommerbaue können aber auch 3 oder 4 Eingänge besitzen und diese Eingänge können sich auch variabel von Nacht zu Nacht oder von Woche zu Woche immer wieder verändern. In der Regel sind Sommerbaue auch deutlich flacher unter dem Boden angelegt und eher bis zu 1 Meter tief. Die Unterscheidung in Sommer- und Winterbau kommt eher von der Zeit der Kartierung, einmal in der Frühjahrskartierung und einmal der Sommerkartierung. In der Praxis ist es jedoch so, dass die Baue sehr variabel umgestaltet werden können. Das heißt, es kommt auch häufig vor, dass Winterbaue durch Eingänge und Kammern erweitert werden und so zum klassischen Sommerbau werden. Findet in einem Bau die Jungaufzucht statt durch das Weibchen, dann spricht man auch von einem Mutterbau. Typisch für Feldhamsterbau kann auch der Auswurf neben dem Bau sein. Der passiert einfach, wenn die Hamster ihre Baue um Kammern oder Eingänge erweitern, muss die Erde nach draußen. Diese wird nach hinten rausgeschoben aus dem Bau und liegt dann eben in der Nähe des Baueingangs so als kleiner Haufen. In Deutschland kann man einen Hamsterbau höchstens mit einem Mäusebau verwechseln. Feldhamsterbaue unterscheiden sich durch mehrere Merkmale grundlegend von Mäusebauen. Das ist zum einen diese kreisrunde Form, aber auch die Größe der Öffnung und ja, wie die Röhre sich dann vertieft. Mäusebaue und Nester sind viel näher an der Oberfläche als Feldhamsterbaue. Bei Mäusebauen sind die Eingänge meistens viel kleiner als bei Feldhamsterbauen und verengen sich nach unten hin. Es ist also ein gutes Indiz dafür, dass es sich um einen Feldhamsterbau handelt, wenn die Röhre kreisrund ohne Verengung nach unten weitergeht. In der Regel sind Feldhamsterbaue von adulten, also ausgewachsenen Tieren, zwischen 6 bis 10 cm groß im Durchmesser, von Jungtieren jedoch nur 4 bis 6 cm. Neu gegrabene Baue erkennt man auch oft an dem Erdaushub, der direkt neben dem Bau liegt. Spannend ist natürlich auch, ob der Feldhamsterbau gerade bewohnt ist. Wichtig ist jedoch zu wissen, wenn man einen Feldhamsterbau findet, dass nicht gleich jeder Bau auch bewohnt ist. Feldhamster nutzen über den Jahresverlauf mehrere Baue und haben nicht einen einzigen Bau. Das ist auch von Männchen zu Weibchen unterschiedlich. Im Sommer zum Beispiel nutzen Feldhamstermännchen durchschnittlich 4 Baue, Feldhamsterweibchen hingegen nur 2 Baue. Für mich als Naturfilmer ist es natürlich deutlich wichtiger zu wissen, ob der Feldhamsterbau auch gerade von einem Feldhamster bewohnt wird oder nicht. Ob dort vielleicht eine Maus oder ein Mauswiesel drinne lebt. Für euch, die einfach nur herausfinden wollen, ob auf der Fläche Feldhamster vorkommen und ihr diese Flächen kartiert, reicht es als Positivbefund, wenn ihr diesen Feldhamsterbau gefunden und als solchen identifiziert habt.
Denn in der heutigen Landwirtschaft, wo häufige Bodenbearbeitung ja an der Tagesordnung ist, das heißt mindestens einmal im Jahr irgendwie über die Fläche gefahren wird und die Bodendecke geschlossen wird, kann man davon ausgehen, dass diese Feldhamsterbaue eben innerhalb des letzten Jahres entstanden sind, höchstwahrscheinlich eben seit dem Frühling, seit der Feldhamster aus dem Winterschlaf erwacht ist. Und das reicht als Positivbefund, dass auf diesen Flächen eben Feldhamster vorkommen und leben. Dafür ist es dann nicht wichtig zu wissen, ob in diesem expliziten Bau, den ihr gerade gefunden habt, jetzt aktiv ein Feldhamster gerade lebt. Wenn nicht gerade ein Feldhamster rausschaut, beginnt die Detektivarbeit. Es gibt verschiedene Indizien, an denen ich erkenne, ob ein Feldhamsterbau belaufen ist oder nicht. Das ist zum einen erstmal, wie frei der Eingang, die Röhre des Hamsters ist. Ist diese zugewachsen? Liegt viel Stroh im Eingang? Ist die Röhre mit Spinnweben zugehangen? Ist das alles für mich ein Indiz dafür, dass dort längere Zeit kein Hamster durchgekommen ist? Ein nicht so gutes Indiz ist hingegen, ob unten Erde im Eingang ist oder nicht. Feldhamster verschließen vielleicht sogar über Nacht manchmal ihre Baue, wenn sie einfach nicht gestört werden wollen. Ein weiteres Indiz für mich sind Fliegen, die oft einfach die Nähe zu Tieren suchen. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass Kot im Bau oder in der Nähe des Baueingangs abgegeben werden. Und das wiederum ist logisch, passiert nur, wenn dort auch ein Feldhamster wohnt. Ein weiteres für mich sehr gutes Indiz sind gut ausgetretene Laufwege. Das heißt, wenn dort immer wieder ein Hamster an der gleichen Stelle langläuft und rauskommt, dann bilden sich so kleine Pfade, die einfach platt gedrückt sind, wo so ein bisschen das Stroh zur Seite gelegt wurde. Einfach dadurch, dass dort immer wieder ein Tier vorbeikommt, ist für mich ein weiteres Indiz, dass dort eben ein Hamster vorkommt. Und schlussendlich gucke ich auch nach Fraßspuren in Baunähe. Oft frisst der Hamster eben direkt auch um seinen Baueingang drumherum. Und wie bereits erwähnt, wenn der sehr zugewachsen ist und dort keinerlei Fraßspuren mehr sind, ist das für mich eher ein Indiz, dass dort kein Hamster mehr wohnt und häufig rein und raus geht. Hat man aber zum Beispiel abgeknabbertes Getreide oder sind frische Pflanzenteile abgebissen, kommt dort vielleicht sogar noch Pflanzensaft heraus, dann sind das für mich alles Indizien dafür, dass dort in letzter Zeit noch ein Hamster aktiv war. Und vor allen Dingen, wenn das abgeknabberte Getreide, das Ausfallgetreide, das Grüne, noch nicht gelb geworden ist, dann ist das auch noch nicht so lange her, dass dort ein Hamster aktiv gefressen hat. Das sind alles für mich Indizien, dass dort eben ein Hamster vorkommt. Ganz sicher sein kann man sich jedoch aufgrund dieser Beobachtung nie. Das sind alles nur Indizien. Deswegen habe ich immer noch die Wildkamera dabei, modifiziert eben für Hamster. Wenn man sich hundertprozentig sicher sein will, stellt man diese dann noch zusätzlich in Baunähe auf. Natürlich nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörden und der Flächenbewirtschafter. Aber dann kann man sich sicher sein, dass dort eben, ob ein Hamster vorkommt oder nicht. Und kann natürlich auch seine Indizien, die man vorher gesammelt hat, sehr gut dadurch überprüfen. Warum man diese These mit einer Kamera überprüfen könnte, ist auch die Gefahr der Nachnutzung durch andere Tiere des Baus. Das heißt zum Beispiel Mäuse oder Mauswiesel nutzen sehr gerne Feldhamsterbaue einfach nach. Das heißt, die ziehen dann dort ein. Auch zum Beispiel ein Iltis wohnt sehr gerne in einem Feldhamsterbau. Das heißt, diese ganzen Aktivitätsspuren an einem Bau können auch theoretisch auf ein anderes Tier hindeuten. In der Praxis braucht es dann sehr viel Erfahrung, um zu unterscheiden, wohnt dort gerade eine Maus oder wohnt dort ein Feldhamster in dem Feldhamsterbau. Und dann hilft einfach wirklich die Wildkamera, um dort ein klares Ergebnis zu bekommen. Wir sind jetzt hier gerade an einem belaufenen Sommerbau. Wir haben den bei unserer Kartierung gefunden. Wir sehen hier drei verschiedene Eingänge, 1, 2, 3, von denen aber wahrscheinlich nur einer belaufen ist. Das heißt aber auch, wir können hier gerade ganz gut den Unterschied zwischen belaufen und nicht belaufen einmal zeigen. Wir fangen mal mit einer nicht belaufenen Röhre an. Das ist jetzt ein Eingang, der momentan gerade nicht mehr benutzt wird, aber in der Vergangenheit, wahrscheinlich in den letzten Wochen, noch benutzt wurde. Man sieht erstmal, der ist direkt hinter dem Eingang verschlossen mit Erde. Da ist eben, geht hier gerade nicht tiefer als 10 cm rein. Dass er aber trotzdem benutzt wurde, sieht man sehr gut daran, dass man hier diesen sehr gut ausgetretenen
Laufweg hat. Das Getreide ist wirklich sehr platt getreten und vor allen Dingen fällt hier auch im Laufweg auf, dass dort eben abgeknabbertes Getreide rauskommt, Ausfallgetreide, hier die grünen Halme, die noch rausgucken, die abgeknabbert wurden und die aber noch sehr grün sind. Lässt darauf schließen, dass hier eben in letzter Zeit ein Hamster aktiv war, der hier auch gefressen hat, der den Eingang auch genutzt hat, der den jetzt aber einfach gerade momentan nicht mehr nutzt und den Nachbareingang bevorzugt aus irgendeinem Grund. Wenn ich jetzt tatsächlich einen Feldhamsterbau gefunden habe, handle ich quasi immer das gleiche Protokoll ab, mit dem dieser Bau erfasst wird. Das besteht darin, ich identifiziere erstmal den Bau mit seinen verschiedenen Eingängen. Wichtig ist dabei nochmal zu erwähnen, mehrere Eingänge heißt nicht mehrere Baue, sondern man versucht zuzuordnen, wie viele Eingänge zu diesem einen Bau dazugehören. In dem Fall ist das jetzt hier drei Eingänge, die sich wahrscheinlich irgendwo hier unten unter der Erde in der Kammer treffen würden. Als allererstes nehme ich die GPS-Koordinaten auf, das heißt den Standort, wo genau eben sich dieser Bau befindet auf der Fläche. Und dann fange ich an, die verschiedenen Parameter und Charakteristiken eben dieses Baus zu erfassen. Das ist zum einen, ich messe den Durchmesser von der Röhre. Das ist in dem Fall hier gerade eine Fallröhre, die ungefähr 6 cm im Durchmesser hat. Und wir messen die Tiefe. Hier gehe ich vorsichtig vor, weil es könnte natürlich auch ein Feldhamster unten drin sein, den ich nicht zu sehr stören möchte. Und diese Fallröhre ist gerade 60 cm tief. Ich gucke, ob der Bau Erdauswurf hat. Sehe ich jetzt hier drum gerade gar nicht. Also kein Erdhügel, frische Erde oder irgendwas anderes. Und ich gucke, ob der Bau belaufen ist. Ja, da gucke ich nach den beschriebenen Indizien. Ich sehe hier einen sehr gut ausgetretenen Laufweg. Ich sehe frisch abgeknabbertes grüne Pflanzenteile, die hier liegen. Der Eingang ist frei von Stroh oder anderen Pflanzenteilen. Ich sehe nur eine minimal kleine Spinnwebe. Für mich sieht alles danach aus, als wäre dieser Bau momentan belaufen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass in diesem Bau ein Feldhamster wohnt. Mich macht so ein bisschen dieser Mäusekot hier oben stutzig. Aber ich habe mir jetzt die Fallröhre noch mal genauer angeguckt und die ist wirklich so steil. Die Wände sind so glatt und gehen senkrecht nach unten, dass ich nicht glaube, dass dort eine Maus hoch und runter kommt, im Gegensatz zum Feldhamster. Diese ganzen Faktoren würde ich mir jetzt aufschreiben. Und zusätzlich würde ich mir dann noch zur Bauanlage an sich aufschreiben, wie viele Eingänge habe ich gefunden und welche Charakteristik haben diese Eingänge. Das heißt, eine Fallröhre offen, zwei Schrägröhren geschlossen. Genau, und dann habe ich mein Protokoll abgearbeitet und kann mich auf die Suche nach einem neuen Bau begeben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wie man einen Feldhamsterbau erkennt, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Entweder ich beantworte die da oder wir machen einfach noch ein neues Video, wo wir diese Fragen beantworten. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!